In der Berufsausbildung werden Fertigkeiten vermittelt, die der gewerblichen Berufsausübung dienen. Sie endet mit einem anerkannten Berufsabschluss. Parallel zu oder im Anschluss an eine schulische Bildung besteht die Möglichkeit einer beruflichen Ausbildung. Hier gibt es neben Unterschieden in den Abschlüssen und erlernbaren Berufen auch verschiedene Ansätze, wie die theoretische und praktische Ausbildung durchgeführt wird. Zu einer Bewerbung gehören üblicherweise ein Vorstellungsgespräch und ein Eignungstest, auf die man sich vorbereiten sollte, um seine Stärken gut zu präsentieren. Neben der Möglichkeit, einen Beruf vollständig an einer Berufsschule oder einem Berufskolleg zu erlernen, gibt es die sogenannte duale Ausbildung. Hierbei verbringt der Auszubildende entweder phasenweise oder an einzelnen Wochentagen Zeit in der Berufsschule und Zeit im ausbildenden Betrieb. Alle Ausbildungsmodelle haben individuelle Vor- und Nachteile. Unter Auszubildenden beliebter sind allerdings klar die Ausbildungsformen, die einen hohen Anteil an praktischer Arbeit in regulären Ausbildungsbetrieben haben, da sie den größten Anteil an marktüblicher und zeitgemäßer Praxis mitbringen. Absolventen mit hoher Praxiserfahrung sind natürlich auf dem Arbeitsmarkt beliebter. Die Dauer einer Ausbildung liegt üblicherweise zwischen 2 bis 3 Jahren. Bei guter Leistung kann durch den Ausbildungsbetrieb eine Verkürzung der Ausbildungszeit beantragt werden. Die Ausbildung endet mit der Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer bzw. Handwerkskammer.